Könnte mal wieder Verteidiger des Glaubens werden, will ich das? Mach's. Ich bin nicht wahnsinnig. Ich greife aus Protest, dann Friesland an. Das wird eigentlich Holland noch besetzt. Fände ich cool schon. Fände ich nicht so cool, das fände ich wichtig, einfach weil Holland die Kolonialnation ist und. Ich sag mal so, Frankreich geht ja nicht in Kolonien gerade. Momentan noch nicht. Frankreich hat aber schöne Grenzen. Regelkonform und alles. Ja. Ich glaube, die haben das sogar abgesprochen, traurigerweise. Ja, aber ich glaube, dass man, wenn man Neapel und Cambrai nimmt in Italien. Ja, das Erbe von Donjou, Ja, also. das ist ein Event. Er hat die Ansprüche per Event bekommen, dann kann er auch die Provinzen nehmen. Ja, das sieht zwar hässlich aus. Ja, ich dachte, du meinst als erstes Warum meine ich so nördlichen weit mit Tech Grenzen. hinterher bin, das liegt daran, weil ich gerade auf Ideen durchgepumpt bin. Deswegen. Habe auch Ideen und bin doch trotzdem nicht Tech hinterher. Geh einfach Ja, was komplett heißt Europa hinterher? grünes, außer Ah ja, und ich habe Westdeutschland, entwickelt. Ostdeutschland. Ja, das bin ich. Und Süddeutschland. Ich habe halt, ich hatte ewig lang kein Geld. Das bedeutet, ich konnte nie Berater einstellen. Ich habe jetzt zum ersten Mal Geld. Jetzt hole ich dann auch wieder relativ schnell Wie auf. geht es? Warum hat Minecraft. Savoyen eigentlich Savoyen, die Herrscher der Kolonist ist? Kann doch sein. Herrscher der Kolonist? Ja. Der Kolonialförder ist. Die haben ja solche Trades und sowas, der ist ja Kolonist. Ah ja, und ich musste ultra viel koren. Das hat natürlich auch Geld gekostet. Also es hat Admin-Tech gekostet. Und ich habe scheiß Könige zum gefühlten Und hundertsten Mal eigentlich, Heiko, hintereinander. darfst du gerade keine Provinzen oder solltest du keine Provinzen konvertieren? Warum? Weil dein Herrscher tolerant ist. Echt jetzt? Ja, dein Herrscher ist tolerant. Tatsächlich. Heiko, möchtest du nicht wie Österreich meine Was bedeutet nur, dass Dynastie ich. hier bekommen? Was? Möchtest du nicht wie Österreich meine Dynastie bekommen? Warum soll ich deine Dynastie bekommen? Die haben immer gute Herrscher. Ich hab aber die Hohenzollern. Warum sind die so scheiße? Eben. Heiko. Was? Möchtest du Oldenburg haben? Ja? Also Ja. die Provinz. Ich werde die halt wahrscheinlich vasalisieren. Och. Armes Lübeck. Das ist aber schlecht. Darf man Separatfrieden? Was? Darf man im Separatfrieden Das ist kein vasalisieren? Separatfrieden, das ist der Hauptfrieden. Wie sieht es eigentlich aus Ah, mit du greifst. Ach so, die haben deine Provinz. Okay, das wusste ich nicht. eigentlich aus Ich mit dachte, du greifst da 30-jährigen Mecklenburg Krieg? an, was? Da müssen ja erst die Ligen drin sein. Ja, aber Heiko steht momentan ziemlich alleine, oder? Ja. Was? Nee, im Schweden kann ja auch rein. Nützt nicht. Ja, Und Schweden Polen kann. auch. Ja, kann er machen. Wird die Katholiken Sieht so unterstützen. creepy aus. Ich Ich will werde auch gerade die nicht koren, Katholiken das bedeutet, unterstützen. ich nehme die einfach Spanien. komplett als Vasall. Spanien? Was? Yep. Unterstützt du die Katholiken? Katholiken im Heiligen Verbrennt die 30. Ketzer! 30. Okay, das ist ein eindeutiger Nein. Weiß jetzt schon, Armer. dass alle Feinde des Reiches sich wahrscheinlich mir anschließen werden. Ich bin auch Feinde Feind des des Reichs vielleicht. Reiches? Herrschaft Oldenburg ein Freiheitsbestreben. Heiko, das ist zwei Provinzstaaten. Nein, drei Provinzstaat. Ich hab mir noch überlegt, ob ich die eine Provinz nehmen soll, aber ich bin halt techmäßig so weit hinterher, dass ich jetzt eigentlich nichts scoren will. Portugal? Kannst du den Frieden Hä? jetzt machen, wo du willst? Ich krieg nämlich einen Ruf nach Frieden. Ja, ich mach schon. Ich habe jetzt gerade die Hauptstadt besetzt. Wenn ich jetzt nur die. Klar, ich habe jetzt mein Geld. Wie sieht es eigentlich in den Kolonien aus? Achso, die hassen mich, das kannst du natürlich auch ein bisschen schlechter machen. Sehr schön. Schön viel Bäume, ein gutes Panoramablick immer. Paar Sklaven auf den Feldern, aber das macht ja nichts. Schön grün. Nein. In Amerika ist es alles sehr schwarz. Schwarz. Ich sehe nur Florida und das sieht echt nicht schön aus. Ja, Florida, da historisch, Franzosen, genau. Spanien, Ach ja, die waren ja auch da.
Jeder hatte da mal irgendwas. Jeder hatte in Amerika was. Es ist so wie ein Würstchen, ein Glas Senf. Gott, nein. Jeder hatte sein Würstchen schon drin. Könnte man jetzt auch Senf mit etwas anderes? Nee. Okay, ja. Was? Ketzerei verbrennt. Die Priester mit seine drei, Bücher. Ja, ich würde ja, aber der neue Spieler, der dazugekommen ist, kann drei nicht halten. Und ich habe keine. Also, ich spam schon die ganze Plus dagegen, aber. Mann, jetzt muss ich Rebellen von anderen Ländern platt machen, um meine eigene Rebellen platt zu machen. Ist schon nervig. Sehr gut, Heiko, sehr gut. Egal, meine Armee nimmt einfach die Bauern dermaßen auseinander. Das ist eigentlich schon nicht mehr feierlich. Die verlieren 200 Mann, die verlieren 8000. Koalition gegen Brandenburg. Warum Koalition? Also es gibt eine Koalition gegen mich, ja, aber die besteht nur aus unwichtigen Ländern. Und Lübeck. Nein. Was? Du hast keine Koalition. Ja, aber es könnte eine Koalition gegen mich geben, aber die Leute, die da reingehen können, wären wahnsinnig, wenn sie es tun würden. Weil ich habe die gerade eben schon alle auf einmal platt gemacht. Ach ja. Portugal? Ja. Bereits mein Marsch hier? Ja, können wir machen. Auch wenn Mali gerade Heiko, was meine Auswitzige ist. Kirchenstaat, wirklich. Machen wir separate Kriege? Ich brauche was. Bayern, ja, wirklich. Was? Baden-Württemberg den Krieg erklärt. Weil ich schon viel gefordert habe bei mir. Du greifst mich eh nicht an, das weiß ich ja. Okay, soll ich ihn erklären? Ja. Württemberg. Ich hab gesagt, ich hätte gerne nur den Norden von Mali. Und noch den Embargo. Die zwei Provinzen da, die Gebiete, da kannst du von mir zu haben. Italienische Kriege. Das 300 Seeleute. Ich hab nicht mal eine Marine. Wieso soll ich 300 Seeleute verlieren? Kommst du mit deiner Armee hier runter, mit der einen, mit den 17.000? Weil hier ist die Armee von dem. Der ist schon 10 und ich noch nicht. Ich komm. Ja! Der Voloi auf Holland. Oder nicht? Übrigens, der Holland-Spieler ist nicht mehr da, aber ich habe ihm eine Provinz geschenkt. Erinnert mich dran, dass ich ihm das sage, wenn er wiederkommt. Von Ansbach. Wirklich. Und Parma ist integriert. Das Männer-Armee gleich wieder 37.000 Mann stark. Du weißt schon, dass denen seine Truppen richtig scheiße sind. Ja, aber ich hab noch nicht 10. Wieso okay. Zur Hölle wird Köln von Spanien garantiert? Das frage ich mich gerade auch. Und England hat sich mit denen auch verbündet. Hä? Hey? England ist eine KI, also bitte. Das hat Köln vor. Ach ja. Guck mal, was soll Claims auf Braunschweig? Keine Ahnung. Heiko, hast du wieder Lust auf ein Bündnis? Wer? Ja, Lübeck. Eigentlich nicht, nee. Weil du hast ja zwei Provinzen, die sind mitten in meinem Reich drin und die gefallen mir nicht. Die hast du ihm gegeben. Ja. Das ist richtig, aber ich habe meine Eins Meinung geändert. Freiwillige für den Reich. Ich habe null Manpower, wieso? Ich bin gerade eben ziemlich böse beim Feind einmarschiert. Ja, ich sehe dich nicht, du bist in einem unsichtbaren Gebiet für mich. Das ist geil. Das ist alles Portugal da. Boah. Wo du jetzt durchläufst, ist alles Portugal. Mexiko? Nee, noch nicht. Während ich wahrscheinlich gerade irgendwie das Gefühl habe, dass mein Vasall von den Azteken unterjocht wird und ich kann dagegen gerade nichts machen. Von Thierry schicken? Nee, ich. Asi, was da? Eigentlich müsste ich nach Afrika. Amerika gerade. Hat jemand Lust, mir Geld zu schicken? Wer bist du? Wer? Spanien. Ich hab grad kein Geld. Drogen hat ja wirklich nur was gebracht. Ausbauen. Schulden. Sag mir einfach, wo ich hinlaufen muss, weil das ist alles unentdeckt. Der kommt zurück. Kommt zurück. Gabu ist gefallen. Okay, mein Untertan hat wieder ein geringes Freiheitsbestreben.
User left your channel. Filz Hütte? Ah. Wieso hat Heiko null Manpower? Heiko, du hast null Manpower. Wieso? Weil Heiko. Ihr wisst doch, ich habe immer null Manpower. Machen wir mal. Tun wir mal ein bisschen Freibäuschen. In Alexandria machen. Bei Mameluken. Ist immer gut. Freibeute schicken. User joined your channel. User joined your ja, channel. Ja, Muslime im Krieg. Greifen jetzt den Mameluken an, oder? Geil. Der Mameluke wurde angegriffen. Von wem? Dem Osmanen. Und den Tunesier? Ja, lass die Äthiopien, oder? Das macht top Spaß. Ich, der Mameluke ist auch ein Wer hat wen angegriffen? Osmanische Eroberung von Adana. So, und jetzt lass bitte alle auf den Mameluken hoffen. Wieso? Das ist gut, der Mameluke ist ein Spieler mit 1000 Stunden. Ja klar, ich sag ja auch, lass auf den Mameluken hoffen. Ich hoffe auf den Mameluken. Ja, wir alle hoffen auf den Mameluken, weil wir wollen, dass Osman ein bisschen aufs Maul bekommt. Nee, boah, kann ich wirklich mit denen machen? Warum? Wer spielt den Mameluken? Baumlord mit 1000 Stunden ist einer der besten EU-Spieler, die ich kenne. Ja und? Der hat bis jetzt dem Osmanen diktiert, was er tun soll. Ist doch schön. Könntest du dann bitte mit dem Baumlord machen und dann beitreten? Nee, nach dem Krieg geht's. Oh, nein, scheiße. Tunesien muss groß gemacht werden, dann können wir da beitreten. Also ich. Ja, aber ja, Drohung jetzt. Tunesien muss groß gemacht werden. Tunesien muss groß gemacht werden, finden Sie den Fehler. Das Mann wird von Polen und Russland angegriffen. Ja, eben. Gut, RIP. RIP, Alter. RIP. Was war Schweden drin? Kreuzzug? Hält irgendwann was vom Kreuzzug gegen. Das wäre jetzt Blobbing, dann wird's wieder ja. Nicht gehen. Hä, warum ist das Blobbing? Alter, schau doch mal an! Also jetzt könnte noch Österreich Polen angreifen. Jetzt müssen wir Österreich machen. Österreich, lass in Polen einmarschieren. Jetzt! Wobei, nein, ich habe keine Manpower. Lass doch kurz warten. Ja, Frankreich, ich kann 20.000 Mann schicken. Ist Österreich gar nicht hier. Also ich kann Österreich da auf jeden Fall helfen. User left your channel. Ich meine, wenn es jemals einen Moment gab, in Polen einzumarschieren, dann ist er jetzt gekommen. User joined your channel. Meine Anwesenheit wurde gefordert. Ja, Krieg. Österreich, nicht Danzig oder Krieg, mach mit. Danzig oder Krieg. Ich mach nicht mit. Wie Danzig oder Krieg? Verhören naja, also nicht. Der Pole ist gerade im Krieg mit dem Osmanen. Also wenn es jemals die Möglichkeit gab, das Reich nach Osten zu erweitern, dann ist der jetzt gekommen. Also, ja, das sehe ich genauso. Ich habe nur keine Manpower, aber ich kann sie halt noch kaufen. Heiko, du möchtest gerade einen Krieg erklären gegen die zwei größten Nationen im Spiel ohne Manpower. Deswegen ja Österreich. Österreich übernimmt ja den Hauptteil. Und Frankreich hat auch noch. Ist ja mit Österreich verbündet. User joined your channel. Brauchen wir noch ein Roleplay? Ja. Leute, alle, die Polen überfallen wollen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Ja, haben wir auch gesagt. Heiko hat null Manpower, Nils. Ja, oh Gott, ich mache ja eh nichts aus, Johannes. Meine Armee ist so verschwindend gering, aber ob ich Manpower habe oder nicht, ist irrelevant. Wunderbar, alles gut. Ich will nur ein bisschen Hass, Mord und Zerstörung sehen. Ja, Hass und Zerstörung, Problem nur, ich habe keinen Anspruch auf Danzig. Ja, da wollte ich dir vorhin eigentlich noch eine WhatsApp schreiben. Heiko, mach mal Ansprüche. Ja, bin gerade dabei. Aber, Heiko, ja? Dafür, dass ich helfe, möchte ich Krakau haben. Das ist kein Problem. Können wir, hat jemand Österreich jetzt noch einen Anspruch, oder? Warte mal, wir müssen, glaube ich, die Bündnisse kurz umbauen. Oder wer erklärt den Krieg? Österreich erklärt schon den Krieg, dann verbünden wir uns am besten noch schnell. Kann doch nicht. Mhm, kann oder? Ich machen. Warum nicht? Ja, dann löst irgendein anderes Bündnis auf. Dann werf einen kurzzeitig raus. Frankreich geht mit, den anderen Kickstart raus und wir machen das Bündnis danach wieder aufmachen. Macht Bayern dann mit? Ja, nee, ich muss ja mitmachen, weil... Ja, aber Bayern, du musst... Es geht nicht, weil ich bin ja, der Grenze nicht Bayern kann die Hälfte ein Drittel seiner Truppen schicken. Kostenlos. Und ich schicke ganz 20.000. Nee, er muss die Ding halten. Gut, Bayern, dann löst ein kurzes Bündnis für eine Zeit. Nö, auf. Ich will mitmachen. Österreich, aber du kannst ist nicht mitmachen. Nein, ich will nicht die Truppen nicht schicken. Janik, du, Johannes, du kannst schlicht und greifen. Ja, aber wenn Frankreich nicht mitmacht, dann schaffen wir es nicht. Was? Ja, warum machst du nicht mit Frankreich? Ich bin nicht so sicher. Ich hab keinen Bock, ne? Österreich, verbessere mal deine Beziehung noch zu mir. Komm schon, Frankreich. Wir können solche kein Bündnis machen. Du sagst immer, dir ist langweilig. Jetzt hast du eine Situation, wo dir nicht langweilig ist. Okay, dann machen wir Krieg. Okay, das ist ein Anfang. Dann muss ich die Truppen erstmal von dir zurückziehen.
Warte, wieso haben wir es gerade im Chat gesagt? Jetzt werden es alle wissen, aber naja. Natürlich, aber es ist eh zu spät. Los, Krieg, Danzig oder Krieg. Ja, ich habe keinen Anspruch auf Danzig und Österreich muss sich sofort mit mir verbündet sein, sonst mache ich nichts mit Danzig oder Krieg. Österreich macht den Anspruch, oder nicht? Nee, ich mache den Anspruch. Ja, aber dann... Aber Österreich ist mit Frankreich verbündet. Es gibt aber Roleplay-mäßig, ich Danzig oder Krieg, kann Österreich die Forderung nicht stellen. Ja, aber Österreich kann Krakau. Krakau, ja. Okay, man kann Krakau oder Krieg. Aber trotzdem muss ich mit Österreich verbündet sein. Ich will nicht einzeln in den Krieg rein. Wobei, das würde natürlich auch gehen, aber das wäre halt blöd. Wäre dann wieder Plobbing. An sich wäre es doch eigentlich aber auch klüger, wenn wir einzelne Kriege machen. Aber das wäre dann wieder Plobbing wahrscheinlich. Nein, ich weiß nicht, das wäre Plobbing. Das ist wieder schlecht. Oh, der Osmane, das ist natürlich sehr bitter. Frag mich, wie der keine Festung an. Doch, hatte. Ich weiß, dass ich nur Manpower habe, Leute, aber das ist ja kein Stress, weil ich übernehme ja eh nicht den Hauptteil der Arbeit. Ich schick dir ja schon Geld. Nein, wir müssen rehosten. Ich bin nicht mehr Rixifonia. Ah, fuck! Gott, rehost, jetzt ausgerechnet jetzt. Jetzt kann England auch wieder rein. Rehost? Fragezeichen aus. Ja, rehost. Ich wollte gerade schon speichern. Alter. User left your channel. Wie cool, ich kann wieder rein, aber warum? Was ist passiert? Asynchron. Spanien, kommst du kurz nach? Ich starte mal kurz den Stream, oder nicht? Na, beziehungsweise ja, sind alle in der Position gerade von so vielen Mächten umgeben, die alle was davon haben wollen. So. Dann können wir jetzt ja mal. Speed 1, Johannes? Bitte, ne? Speed 1. Und ich klicke gar nichts an diesmal. Jetzt. Bitte, wer hat gerade meinen Namen gesagt? Portugal? Hm? Also machen wir dann den nächsten Frieden. Hm? Ja, wir können, ja. Verbindung. Also, du willst eigentlich was von Niger haben? Des Spiels getrennt. Wie bitte? Was? Ich? Willst was von Niger haben? Ja, muss man gleich. Das ist ein Bug. Also, irgendwie haben wir das rausgetappt. Oder raus. Lucifer ist weg. Oder? Nee, Lucifer ist im Spiel beigetreten, steht bei mir. Achso, jetzt ist die Verbindung getrennt. Oh, weil sie da England überall Festungen gebaut sind, die komplett bescheuert? Alter, du hast zwei Festungen über alleine unten bei Bordeaux. Ja, die werden alle abgerissen gleich. Eins in Normandie, eins in Calais. Alle werden abgerissen. Ja, doch, da bin ich. Alle. Heiko? Ja, keine Ahnung, was ist da los? Bist du rausgeflogen? Nein. Und stehen auch. Kommt. Jetzt sind alle Spieler angekommen. Okay, wunderbar. Also Portugal. Hm? Welche Provinzen willst du? Ja, geh mal gleich in einen Raum rüber und dann diskutieren wir das aus. User joined your channel. User joined your channel. Wie lange braucht der Österreicher noch für den Anspruch? Dort ein Weilchen. Okay. Du kannst einen Berater reinnehmen, der spielerische Netzwerk erhöht. Portugal? Ja. Kannst du mir so ein, zwei Dukaten monatlich schicken, bitte? Ja, kann ich machen. So ein, zwei Dukaten monatlich. Ja, ich bin halt ein bisschen Minus. Dafür führt halt mein Krieg, also. Na, so. Wirklich? Wirklich? Was? Janik ist rausgeflogen. Oh! Ja, wann ist denn Krieg? Wie viele Jahre dauert's noch? Nicht lang. Ich habe schon 13% Spionagenetz. Was ich vom Osmanen gehört habe, ist, dass er die schwedische Armee komplett gesteckt vibe so hat und die polnische Armee zerfickt hat. Also komplett einmal auseinandergenommen hat. Ich glaube, ich muss mich da raushalten. Wäre es möglich, dass wir den eigenen schnell nachher gehen, also die Kriegsparteien? Also ja, aber warum machst du das mit Frankreich? Wir wieder ins HR vielleicht. Aber nicht. Genau, bitte mal ins HR gehen. Channel switched. User joined your channel. Weil ich habe jetzt keine Ahnung, wer alles im Krieg mitmacht und wie wir das machen. Ja, so geht's mir halt auch. Also Österreich, erstmal wir beide müssen uns verbünden. Das dauert aber noch kurz, weil wir ein negatives Verhältnis haben. Ich gucke jetzt mal, vielleicht ist mein Herrscher nicht geizig. Maßlos. Darlehens. Ich bin tolerant, ich bin zumindest mal nicht sparsam, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt Geld schicken darf, ob das erlaubt wäre oder nicht. Disziplin für Söldner ist auch gar nicht schlecht, weil ich werde Söldner brauchen. Okay, ich glaube, das war's. Wobei, wir können, glaube ich, ohne Yannick spielen. Aber wenn nur er rausfliegt, ist ja egal. Dann macht er halt danach ein Zusammenfassungsvideo. User joined your channel. Ist irgendwie wieder rausgeflogen? Ja, nicht wichtig, nicht wichtig. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Oh, ein Glück. Also, Heiko, ich bin für heute raus. Ja, ja.
Weil es ist, oder macht, oder entweder ihr, wir beenden das jetzt für heute oder ich bin raus für heute. Nee, du bist raus. Mach halt ein Zusammenfassungsvideo oder so am Ende. Ja, es wäre echt, eigentlich ist schade, ja. Aber, ja, es, aber wenn es halt ist nichts so geht, zum Content heute, echt halt nicht. Das ist scheiß Internet, das bin ich auch schon mal. User disconnected from your channel. In so Germany, this is what we call a rage quit. Aber, Triggert, machst du jetzt mit? Schon, oder? Ja. Österreich, können wir eine Staats-Ehe machen? Weil Yannick hat ja gegoat, dass wir uns verbünden dürfen. Ich weiß noch nicht, warum er es gegoat hat, aber wir dürfen es ja jetzt für den Krieg. Das heißt, ich darf Frankreich und Bayern mit reinrufen. Genau. Frankreich, Bayern und Brandenburg. Genau. Och, ist es nicht. Wobei das eigentlich auch wieder. Eigentlich Yannick's... ist komisch, aber wenn Yannick ja sagt, dann ist okay. Ja. Oh Gott. User joined your channel. Hallo, who joined? Österreich, kommst du mit mal kurz einen Channel tiefer? Oh, wow. Ich glaube, Österreich ist gerade. Kommst du auf Sand und Unfug? Ja. Schade. Man hätte jetzt mal so einen kurzen Rage-Quit von Yannick aufnehmen müssen und dann, Parker schreibt, Yannick, kannst du mal kommen? Nils? Ja? Alko verschwunden? Nico auch. Yannick ist tot. Der hat einen Herzinfarkt geritten. Herzinfarkt passt das gut zusammen. Also ich bin Frage. Ich habe jetzt den Frieden mit dem Osman und als Großmacht könnte ich auf die Seite des Osman intervenieren in dem Krieg. Ist das erlaubt oder? Dann gehe ich nicht rein. Nein. Nee, nicht erlaubt. Ach, wird der Krieg läuft wird schon. Vor diesem Hintergrund nicht erlaubt, weil die gerade aufs Maul kriegen. Ich bin mal gerade bei Parker. Ohne cool. User left your channel. Aber du kannst auch kein Dreckig senden, mal im Blockbereich. Also schon wieder draußen, ja. Ja, siehst du, jetzt machst du mit. Trigger, wenn man mit unten noch nicht mitmachen dürfen, machst du mit. Das passt schon. Die Mamblock nicht mehr mit Mann dürfen, dann mach ich mit. Aber, ja. Ich fasse es zwar nicht, dass wir müssen der Osmane gewinnt, aber naja. Wenn wir bis 44 schaffen, mal irgendwann den Krieg anzulaufen, habe ich meine 5 Moral noch. Er ist blau heute nicht reingegangen in den Verteidigungskrieg? Nein. Auf meinem Bruder. Willst du Österreicher hin? Komm. Ah, der ist hier. Also ich wäre bereit. Wir sind verbündet und ich habe Anspruch auf Danzig. Moment. Heiko, ja? Ich kann nicht mitmachen, wenn du Krieg erklärst. Ich mach keinen Krieg, Österreich macht Krieg. Okay. Es wurde erlaubt aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht, warum es erlaubt wurde. Weil du ein kleiner Pisser bist und sonst alleine kämpfen müsstest und weil die anderen deutlich stärker sind. Ja. Ich hab zwar auch noch 7000 Rekruten, aber... Wird halt die... Wir müssen halt die große Wüste von Polen, Lettland und Russland... ...durchqueren. Oh. Weil ich muss kurz mal einen Berater rausnehmen, weil sonst verliere ich zu viel Geld. Okay, wir könnten... Okay. Wäre cool, wenn wir so schnell wie möglich anfangen, weil ich habe noch einen 6 Fernkampf-General, der ist ziemlich böse. Ja, und ich hab 15% mehr Moral zur Zeit.